Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Thief. Ich bin der Baume und ja, wir sind immer noch feste am Sidequest. Wir wollten irgendwelche Papiere klauen von den White Sails. Dann geht's hier hinten lang, habe ich gehört. Das habe ich so gerochen. Sind die Hunde, pennen die noch? Oder muss ich die jetzt wieder erneut betäuben? Pennen die noch? Ausgezeichnet, die pennen... Nein, die pennen doch nicht. Das ist jetzt doof. Naja, aber das kriegen wir hin. Nichts, was sich nicht lösen ließe. Wenn alle geheilt sind, ist die Schwermut Vergangenheit. Was sind das für Geräusche? Weiß nicht, der Hund hat einen fahren lassen. Für fehlt mir die Geduld, Freund. Glaubst du es mir? Hast du was zu klauen? Hör ich jetzt schon Dinge? Wir müssen auf unserem Posten. Natürlich hörst du Dinge. Ich meine, heißt ja nicht, dass du dir das einbildest, nur weil du Dinge hörst. Pass auf, wenn du die Dämmerung erleben willst. Du hast vor allem mich gehört, weißt du? Der bleibt da einfach stehen. Vielleicht sieht er mich ja gar nicht, wenn ich mir das Ding hier klaue, was auch immer das ist. Mir brummt schon seit Tagen der Schädel. Mir brummt nicht nur der Schädel, sondern auch der Hund dort drüben. Da sieht er mich doch nicht, ne? Wenn ich jetzt hier hoch... Was ist das denn? Achso, ein Baumstamm. Das sah aus wie ein Knopf. Oh, das sieht aus, als würden wir derbe draufgehen, wenn wir jetzt hier rüber hopsen. Kann man da drüben auch noch lang? Nee, der Weg ist viel zu linear. Oh, Seil, bitte triff, bitte triff, bitte triff. Oh Gott sei Dank. Oh, manchmal traue ich dem Garrett ja nicht so richtig. Okay, mach auf die Bude. Dass man hier immer seinen Controller kaputt machen muss, nur um so ein Fenster aufzukriegen, das ist doch suboptimal. Das wäre ein geiles Upgrade, womit man sich den Mist dann wegkloppen könnte. Dass der die einfach automatisch aufmacht und vielleicht auch ein bisschen schneller. Das wäre cool, das würde mir gefallen. Eine Notiz. Gucken wir gleich mal an, haben wir noch mehr auf dem Tisch? Nein. Nein, nicht der. Hier. Notiz des Captains der White Sail. Winter in irgendeinem Jahr, trovionisches Festland. Rückenwind und ruhige See haben uns torvisches Meeresfesten umschiffen lassen. Ein Teil unserer Fracht hat bei der Fahrt durch die Untiefen Schaden genommen. Haben sie über Bord geworfen für die Meerjungfrauen. Ui. Will er sich einschleimen oder wie? Ach, nach Katz-und-Maus-Spiel mit der Marienfregatte 2 Wochen zu spät am Anlegeplatz angekommen. Fracht bringt immer noch guten Preis für Mohneinkauf. Verlassen Hafen mit 2 Fuß mehr Tiefgang. Ist aber gut Mohn eingekauft. Meine Güte, da hat aber jemand Langeweile auf hoher See. Sommer, irgendein Jahr, die Stadt. Verschlossener als eine Muschelschale. Hälfte der Monerlöse geht für Sondergenehmigungen zum Befahren von großen Flüssen drauf. Neben der Fracht und den Nebengütern sind die Stadtmauern auf und bla bla bla. Hafen stinkt nach Öl, Schwarzpulver, stinkt nach Hebenpeise, Armee. Ach, bla 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 bla, nichts Spitziges. Wir sind ja wegen was ganz anderem hier. Hier ist so hell. Sag mal, wieso ist denn hier keiner? Wundert mich ja. Ups, das sieht doch gut aus. Was? Nee, nur Ohrringe. Ah. Ich hab gehofft, solche Notizen sind immer irgendwelche Codes oder so, irgendwelche lustigen Angaben, die uns weiterhelfen. Hä? Oder habe ich jetzt etwa vorzeitig bla 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 gesagt und da stand doch noch was drin? Ist ja auch ein gut gepflegter Schrank hier. Ja, 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 mei. Ich muss wieder raus? Ich bin im falschen Fenster. Ah, ja. In der Notiz stand wahrscheinlich, dass die ihr Mist... Doch, hier drin haben... Hä?
Ist das Fenster vielleicht das Ding, was wir suchen? Ist es so? Müssen wir das Fenster klauen? Okay, dann lese ich es mir doch nochmal durch, weil dann scheine ich ja was von Muscle zu haben. Was war das? Südviertel? Genau. Notizen des Kettenmeisters. So, letzte Notiz. Der Hafen steckt nach Öl und Schwarzpulver. Die stellen jetzt schon seit 3 Jahren eine Armee auf. Die Untergilde zahlt einen guten Preis für die Fracht, wie immer. Aha. Was auf dem Frachtteil eine Stadtmauer auf. Nee, nischt. Nicht nützliches drin. Da muss ich ja hier am Tisch wohl irgendwas übersehen haben. Nö, ist auch nicht markiert. Lalalala. Das Fenster wird mir nur markiert. Oh, ich sehe was. Ich sehe was. Ich sehe was. Ich sehe was. Oh, gut versteckt. Gut versteckt. Schön. Schön. Ich mag das, wenn so ein Spiel es schafft, einen erstmal ein bisschen stutzig werden zu lassen und einen so ein bisschen am Verstand zweifeln zu lassen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie gut diese kleinen, unscheinbaren Balken, die doch so markant sind eigentlich durch das Seil, was da drumherum gewickelt ist, wie die doch hier einfach immer wieder untergehen in der Architektur. Und hier haben wir den geilen Schatz. Vergoldete Flasche. Die besten Umgehungen der Abregelung, die es für ein Bestechungsgeld gibt. Die Quarantäne lohnt sich für die Verwaltung des Barons. Ja. Es gibt immer Leute, die gut zahlen, wenn eine Quarantäne nicht so präzise eingehalten wird. Das macht vor allen Dingen Spaß in Krankenhäusern. Nee, Scherz beiseite. Gut, hätten wir das auch. Was haben wir denn jetzt noch für Quest 2? Eine da drüben und die nächste da drüben. Begib dich zur Wachstation. Tintenstrick. Wachstation. Machen wir erstmal. Nee, komm, die heben wir uns auf. Die ist die lustigste von allen. Wir nehmen den Tintenstrick. Ja. Beschaffe Bessos Füller. Littler Deffy ist dankbar der Wache am Galgen, dank der Wache am Galgen gelandet und er hat den Lieblingsfüller meiner alten Großmutter mitgenommen. Er ist für mich mehr wert als Gold, Garrett. Der Henker soll ein Dreckskerl sein. Schau in sein Haus und bla bla bla, finde meinen Füller. Der Henker ist auch ein guter Job. Du brauchst eine gewisse moralische Flexibilität, die sie nicht jeder hat, aber du kannst immer wieder lustiges Zeug finden. Ja, ist gut, Hasso. Sitz. Pfui. Ist aber folgt mir das Vieh, oder warum ist das so laut? Tschüss. Ich bin hier drüben im Schatten, bei den Dudes. Ich bin einer von denen. Ist cool, ist cool. Ihr versteckt euch hier also auch vor den Wachen. Das ist ja ein Ding. Sag mal, warum finden die Wachen mich eigentlich beschissen und die Typen nicht? Na gut, Garrett sieht jetzt schon ein bisschen auffällig aus. Er sieht schon schwer nach einem Gauner aus. Da könnte man sich eigentlich auch mal versuchen, eine Art Tarnung zuzulegen, indem man wie ein ganz normaler Bürger rumläuft. Ich meine, wieso kleidet man sich so in Mitternacht schwarz und Leder? Na du, hast Fotos gemacht? Bewerbungsschreiben abgeschickt? Ah, da spricht die Schuld aus dir. Dein Schweigen spricht die Schuld. Strafe muss sein. Wer bist du denn? Ach, du hast den Job gekriegt? Alles klar. Schulterklopfer, Glückwunsch. Schulterklopfer bestimmt. Genau, da war der Schulterklopfer. Jetzt aber nichts wie weg. Denk nicht, das hält mich davon ab, dich zu. Ja, mich zu? Wie war das? Wie war das? Ich bin weg, tschüss. Das Bild ist so verstörend. Was hat er denn da? Wieso? Ist das ein Selbstmordattentäter oder einer vom Kuckucksklan? Oder sind das Bomben oder kleine Kanonen? Und warum rennen die alle auf Garrett zu in dem Bild? Das gefällt mir auch nicht. Okay, hier können wir uns wieder geschickt von rumschleichen. Oder tölpelhaft einfach mitten reinspringen. Das ging mir natürlich nicht. Was haben wir denn hier? Wo sind denn jetzt die einzelnen Questes? Ach, das ist da drüben. Oh, Richtung Hauptquest, okay. Na, dann machen wir erstmal hier den Tintenscheiß. Ja, genau. 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 Einmal geradeaus, bitte. Shit! War jemand? Nein, hier war niemand. Wo geht's denn hier lang? Dieses Kapitel erneut spielt. Hier geht's durch. Alles klar. Alles klar. Abriegelung? Was war denn das für ein Kapitel? Abriegelung.
Abriegelung? Ich kann mich nicht erinnern. So viele Kapitel hatten wir doch noch gar nicht. Geht's hier drüber? So geil. So, da oben ist es ja schon. Frage. Wie komme ich da hoch? Was sind wir hier? Was ist das für ein Viertel? Kenne ich das? Doch, das kommt mir bekannt vor. Wer war denn das? War ich das? Quatsch. Könnte schlimmer sein. Ja. Komm schnell hoch. Ah, siehe da. Ja, es könnte so. Es ist doch immer so einfach. Und ich finde den Fall so geil, wie der schon aussieht. Ach. Ach so. Wollen wir es nicht vielleicht das nächste Mal ein bisschen längeres Seil nehmen? Wie komme ich denn da ran? Hell. Wie komme ich denn da ran? Muss ja irgendwo im Weg zum Laufen sein. Wie komme ich denn da ran? Dort geht's hoch. Da ist eine Leiter, die können wir. Ja. Stumpfer Fall bitte. Schön. Pass mal auf. Das schaffen wir. Was ist denn? Da kommen wir doch mit der Kralle ran, oder? Genau. Sehr schön. Siegerschluck. Sich uns hier ein völlig neuer Weg erschlossen. Ausgezeichnet. Ein völlig neuer Weg. Ein Lynchmob auf den Straßen! Die Götzen hängen die Schwarzkittel auf! Jetzt haben andere den Strick in der Hand. Dass sie immer gleich so unverhofft laut schreien müssen, das... Es heißt, sie machen aus Menschen Kerzenwachs. Das ist lächerlich. Woraus sollen sie es denn sonst machen? Keine Ahnung, aus Bienenwachs vielleicht? Ich hab's gesehen, die Menschen werden einfach nur verbrannt. Ganz normal, schlichtweg verbrannt. Gleich allererstes Kapitel. Leise rieselt der Schnee. Ups. Verzeihung, da kam der Siegerschluck wieder hoch. Achso, das ist das Licht. Was ist denn das für ein Knopf? Macht das Licht aus? Der macht's bestimmt einfach nur aus, ne? Ich mach das Licht mal lieber aus, weil dieses Bild ist wirklich unglaublich hässlich. Also selbst im Dunkeln ist es noch sehr, sehr hässlich. Wer malt denn sowas? Ein Blutfleck? Sonst irgendwas Interessantes außer dem Bücherregal? Nö, ein Wurfgegenstand, hä? Haben wir noch? Ein Inventar ist voll gut. Still und starr der See. Lala, wo ist denn das Buch? Hä? Warte. Hä? Da ist es! Hoffentlich kommt das Räucherfleisch nicht von hier. Boah! Will man aus euch etwa Kerzenwachs machen? Ihr seht zumindest ein bisschen wachsartig aus im Gesicht. Und an den Füßen, vor allem an den Füßen. Sieh an, Besso kann schreiben. Und ich dachte immer, er kann nur reden. Memoiren des Henkers. Ach, der Buck hat hier seine Arbeit. Schatzi, hast du schon wieder Arbeit mit nach Hause gebracht? Ja. Memoiren des Henkers. Rochester, Verrat. Adlige werden nur selten gehängt. Habe ein Viertelpfund Fleisch und die Zunge mitgenommen. Die Zunge? Schmeckt irgendwie nach Silber. Die Zunge? Neely, einfacher Diebstahl. Habe einen Pfund Fleisch genommen. Normale Qualität. Gut kochbar. Der schneidet Fleisch aus den Leuten raus. Etherington, Zwangsrekrutierer. Habe ein halbes Pfund Fleisch genommen. Gute Qualität. Starker Wildgeschmack. Erlegt vom Wachmann Dobbs. Und Ormsby, Totschläger. Zu dünn für Fleisch. Habe Atemorgane und Herz entnommen. Und was machst du damit? Armbrot? Ist ja makaber. Hat wahrscheinlich keinen Bock mehr auf Ratten gehabt, hä? Hat den Fleischerhaken durch den Nacken gejagt, das ist echt krass. Da macht er noch einen Geheimraum draus, wissen nicht. Warum baut er sein Bett nicht gleich dort rein? Irgendwie? Das muss doch auch stinken, die Sau. Ach
ja, immer diese Henker. Wer kennt sie nicht? Wer mag sie nicht? Also ich kenne wieder einen nochmal. Gut, da bleibt ja nur noch eins. Das ging ja jetzt schnell mit dem Zeitquesten. Oh, warte halt. So, gut. Einmal geradeaus, dann scharf rechts. Das schaffen wir. So, wieso habe ich denn jetzt ein Weihnachtslied im Kopf? Wie bin ich darauf gekommen? Besser. Hä? Da unten kann man doch rauf, das sehe ich doch von hier. Hä? Bastard! Dreckiger Schwarzkittel, Bastard! Was bist du denn? Er ist tot, Bruder. Du hast doch... lacht jetzt, Schwarzkittel! Du hast doch selber einen Schwarzkittel an, Mann. Guck dich mal an, du hast doch eine rote Streifen auf ihm. Er hat schon so viele getötet. Oh. Hey, schleicht hier jemand herum? Weiß nicht. Hier ist nichts. Du schleichst hier rum. Ich bin so hungrig. Ja, dann isst doch was, meine Güte. Beim Fleischer liegt noch jede Menge... Fleischer sag ich schon. Beim Henker. Beim Henker liegt noch jede Menge Fleisch. Komm ich da hinten lang? Komm ich hier durch? Soll ich hier durch? Ist das ein Weg? Ich glaube, ich soll hier durch. Ach ja, ja. Richtung Hauptquest. Ja. Wir hatten die Karte schon wieder ausgemacht. Die geht mir einfach von alleine aus. Die Karte ist zwar nicht so hilfreich, aber immerhin ein bisschen. Und guck hier zum Beispiel, hier braucht man die Map echt null. Ging es hier nicht durch? Ich habe gehofft, hier wäre ein Fenster, womit wir auf der anderen Seite des Hauses rauskommen. Weil die Tore sind ja bei Nacht alle gesperrt, ne? Naja, fast alle. Aber ein Dieb hat seine eigenen Straßen. Zum Beispiel das hier. Ja, hier kommen wir durch. Das ist definitiv ein Weg. Klopf, klopf. Das ist lustig, wie das Fenster immer wieder abklopft. Wahrscheinlich wartet er nur drauf, dass jemand von der anderen Seite reinruft. Und dann weiß er, oh, okay, hier kann ich heute nicht einbrechen. Wir müssen morgen nochmal, eine Stunde früher oder später. Kann den Fluss bis hierher riechen. Das ist nicht der Fluss. Du hast dich einfach nur schon lange nicht mehr gewaschen. Flüsse riechen sauber. Zumindest die richtigen Flüsse. Oh, habt ihr seine Zeit. Jetzt ist die Zeit. Ist hier was dahinter? Wieso war ich noch nie in dieser Ecke hier? Das ist ja unglaublich. Das ist die Zeit der Götzendämmerung. Das lässt mich immer ein bisschen an Nietzsche denken. War das Nietzsche? Eine Götterdämmerung war das. Reich für einen heißen Kaffee. Oh ja, ich würde jetzt auch einnehmen. Ohne Scheiß. Du drehst doch bestimmt gleich wieder um, ne? Hast du was zum Klauen an der Tasche? Nö. Ich bin neuerdings so müde. Alter, wie komme ich denn hier rüber? Der Schiebwache. Ja, und du auch. Hier lang. Das ist gut. Was? Was? Den wurde ja schon langweilig. Die freuen sich ja richtig, dass mal einer kommt. Warte, ich bringe mich noch in Sicherheit. Oh. Okay, hier oben ist alles cool. Kommt her! Der war aber empfindlich. Ich hab doch hinter der Box gestanden. Die fangen doch wohl nicht etwa langsam an, zwischen den kleinen Holzlatten der Box hindurchzuschauen. Das haben sie vorher nicht gemacht. Ja, ich glaube, das war auch irgendwie ein blöder Winkel. Ich habe den nicht gesehen, aber der mich. Vielleicht habe ich ja irgendwie gerade die Beine lang gemacht und mein Kopf war noch immer hinter der Kiste, während die Beine irgendwo hier hinten waren. Wer weiß. So, wieder eine Folge geschafft, check. Oh, wir wollen zum Baron, ne? Das ist doch so das grobe Ziel. Gut, okay, erstmal retten wir die Freundin von dem Jahrmarkt-Dude. Ja, und danach retten wir unsere Freundin. Wenn es die denn überhaupt noch gibt, wenn die denn überhaupt noch lebt. Ah, das ganze Ding mit Aaron macht mich so kirre. Hier muss auf jeden Fall, ich glaube, hier wird noch ganz, ganz viel passieren. Das klingt jetzt alles so danach, als wäre das die letzte Quest, aber da muss noch mächtig was kommen. Wir werden wahrscheinlich eine total verstörte Aaron vorfinden. Dann werden wir wahrscheinlich irgendwie aus Versehen auf den Baron umbringen. Es wird sicherlich werden wir das machen, kommt die ganze Zeit das Revolutionsgesang, wir wollen uns raushalten. Natürlich werden wir im Affekt irgendwie den Baron umbringen.
Und das wird dann die große Stunde für Orion. Bäm, der mit dem Buch und dem Schlüssel und mit dem Knicklicht. Sag mal, wer hat eigentlich das Knicklicht jetzt an sich genommen, das wir geklaut haben? Scheißegal, ich glaube, Besso hat das noch. Hat das vertickt? Dann kommt Orions große Stunde und der will das Ritual wiederholen. Und der will aber was ganz, ganz Schlimmes. Und die einzigen, die ihn aufhalten können, das sind Aaron und ich. Und Aaron hat irgendwie die Urkraft gefressen und wurde aber lobotomisiert. Darum muss es sie mir geben und ich werde die Menschheit retten. Irgendwie so wird das auslaufen. Auf jeden Fall ist Orion ein falscher 50er und von dem hat man schon viel zu lange nichts mehr gehört. Der hackt, irgendwo hackt er was aus. Der sitzt in seinem kleinen Loch. Ja, so wie damals hier der Typ da mit den, wie hieß er? Ist ja egal. In der nächsten Folge geht's weiter. Da werden wir uns dann auch direkt der Hauptquest zuwenden, sobald wir die nette Dame aus den Nöten befreit haben. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin der Baumann, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen. Reingehauen. Cheerio. Und jetzt hänge ich ganz schief auf den Stuhl. Das ist nicht gut. Oh, mein Kurz.